Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker Second Quest mit Tingle Tuner. So, im Splitscreen. Jetzt passt es. So, Teil 45, genau. Wir sind immer noch auf Tantopia und wir machen uns jetzt daran, die Hauptquest quasi zu beenden und zumindest weiterzumachen. Sagen wir es mal so, weil beenden ich das in dem Teil eh nicht. Ich stelle gerade fest, ich muss kurz was nachschauen, was mich nämlich interessiert. Ne, passt, okay. Ja, mein Zweitbildschirm, bei meinem Zweitbildschirm ist die Farbe vom Bild extrem kräftig. Ich glaube, den muss man wieder umstellen. Und da habe ich mich gerade gewundert, weil ich habe jetzt die Helligkeit etwas erhöht, damit das Bild tatsächlich auf YouTube ein bisschen besser aussieht. Weil ich in den letzten Teil war es etwas dunkel und ja. Da ja jetzt mehr dunklere Sequenzen kommen, bietet sich das an. Ich habe jetzt auch gerade ungefähr eine halbe Stunde rumgetan, dass ich das zum Laufen gebracht habe. Denn irgendwas wollte nicht. Ich glaube, aber erst da kam meine Capture-Karte. Beziehungsweise, ich lag zuerst an der. Ups. Hä? Wenn ich auf ein Steuerkreuz drücke, breche ich das ab. Interessant. Ich habe also sehr auf Steuerkreuz gedrückt. Es ist so, meine Zweit-Capture-Karte, also die das Gameboy-Bild aufnimmt, ist etwas fehlerbehaftet. Na gut, die war auch extrem teuer, hat mich damals 12 Euro gekostet und ich habe jetzt seit 2011, wie ich jetzt rausgestellt habe, nachdem ich mal nachgeschaut habe. Und, ja. Wackelkontakte im Stecker und deswegen hat die ab und zu mal Aussätze gehabt oder komische Bildsachen. Das habe ich behoben mit drei Kabelbindern. Wo hat man denn sonst Kabelbinder? So. Das ging auch etwas, ja. Hat etwas Zeit gekostet, aber ist nicht so tragisch. So denn, der Mob, zeige den Göttern das zusammengesetzte Triforce. Oh, was geschieht? Das Triforce, es verweilt in dir. Das sah gerade ein bisschen seltsam aus, weil das Triforce sich quasi über seinen Handrücken bewegt hat. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes sich erst seinen wahren Helden anerkannt hat. Ich finde es relativ lustig, dass der Wellengang natürlich hier jetzt das Schiff anhebt, aber naja, die beiden sich nicht bewegen. Du, der du den Wind befehligst, das Meer bereits zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast. Dich wird man in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen. Der Mob, Held des Windes. Geh. Geh nach Hyrule. Geh zu Zelda. Ich verkneife mir jetzt dumme Sprüche. Unauffällig, wollte ich immer schon mal machen. Ich schaue mal, ob hier immer noch der eine Grafikfehler ist. Anscheinend nicht. Naja. Ja, es war wohl angeblich ursprünglich mehr geplant für die für den Hyrule-Abschnitt bei Wind Waker, aber naja, Zeitgründe kennt man ja.
Was ist da passiert? Oh mein Gott, es ist ein Link. War das davor auch schon so kaputt? Hm. It's a trap. Du törichter Junge. Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme ich von nun an jedenfalls. Also, Zelda nehme von nun an jedenfalls ich in meine Obhut. Ich glaube, da fehlt irgendwo ein Satzzeichen. Und du sollst hier deine letzte Ruhestätte finden. Was ich ganz cool finde, was mir bis jetzt noch nie aufgefallen ist, die Malereien auf dem Boden. So, das ist mir nie aufgefallen. Entweder liegt es tatsächlich einfach daran, dass die Bildqualität besser ist, oder es ist mir einfach nie aufgefallen. Und beim zweiten Durchspielen bemerkt man ja Sachen, die man beim ersten Durchspiel nicht gemerkt hat. Ich hatte vergessen, dass man hier auch früher trifft. Jetzt kümmere ich mich mal um die. Ja, Friendly Fire ist bei denen wohl aus. Ja.
Hat ja gut funktioniert. Ja gut, es ist eh, der Raum hat ja keine super Geheimnisse. Ich glaube, die habe ich alle schon mal gezeigt im letzten Spieldurchgang. Nur jetzt ist halt die Bildqualität besser, deswegen schaue ich mir das nochmal an. Ich würde sagen, es könnte Ganondorf darstellen. Ja, sieht ganz nett aus. Aber das heißt ja tatsächlich, ich habe das Foto von dieser Schatten gerade schon. Ich müsste mal schauen, ob das passt. Der rennt ja automatisch da raus. Erstmal umdrehen. Ja, ich mache das kurz, weil ich weiß, dass ich die Bilder nicht brauche, dann ist natürlich auch praktisch. Weil ich kann ja erst wieder, nachdem ich die Zwischenbosse gemacht habe, quasi wieder regulär, also über Umwege zurückreißen. Deswegen. Ich finde es lustig, dass man hier auch das Segel braucht. Ziemlich zeitgleich mit diesem Video sollte auch mein Open Source Gen Converter Video hochgeladen oder veröffentlicht werden. Es hängt davon ab, wie lange die Verarbeitung dauert. Was sagt er? Ich glaube, er hat irgendwas gesagt, wie ist es Mittag? Ja, das hat mich auch ziemlich aufgehalten, das Video. Das Problem war nämlich, ich musste nochmal das komplette Projekt durchgehen, weil da irgendein Übergang fehlerhaft war. Was natürlich super ist. Ich muss das Video nochmal durchschauen und ja. Dann hoffe ich, dass das dann auch soweit passt. Dann habe ich auch wieder mehr Zeit für anderes Zeug. So. Da. Jetzt kann es sein, dass ich, bevor ich dann den Endboss mache, nochmal ein, zwei Herzteile mache oder Nebenaufgaben. Das muss ich aber schauen. Ich habe nie behauptet, dass ich komplett das als 100% Run mache. Es ist einfach drin, dass es ein, zwei Aufgaben gibt, Nebenaufgaben, die echt extrem nervig sind. Hey, das hat schon gereicht hier praktisch. Sehr schön. Das war fast das falsche Lied.
Ah, okay, ich habe das ist eine Art Schlange auf seinem Ding, aber nee, das sind diese Dinger da, diese Schlangen da. Nimbusgarde, Heimat, das Schloss von Hyrule, Beute, Ritterwappen. Der Kommandant aller Gardisten trägt einen Mantel, kommt man nicht an seine Rüstungsschnalle ran, als muss man diesen erst abschlagen oder verbrennen. Ach, deswegen haben die plötzlich keinen Umhang mehr gehabt. Der ist wahrscheinlich verbrannt. Oder ich habe den abgeschlagen. Gut zu wissen. Dann müsste ich in dem Raum tatsächlich alles haben, bis auf eins. Bis auf zwei, genau. Ja, das stimmt dann, genau. Dann müsste ich tatsächlich ja wirklich nahezu alle Figuren haben, bis auf eine. Ich muss mir das schnell durchstreichen. Müsste tatsächlich dann alles haben. Bis auf tatsächlich den Bossgegner aus dem Draco-Sanktuarium und ja, das müsste das dann tatsächlich sein. Oh, und die Kurgana natürlich. Und den einen Gott, den ich da, den Gott des Sturms, den ich tatsächlich nicht habe fotografieren können. Beziehungsweise wo ich verpeilt habe. Na komm. Ja. Vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, den irgendwie zu fotografieren. Muss ich mal schauen. Weil bei einem anderen Charakter hieß es auch, den kann man nur fotografieren, wenn bevor man zur verwunschenen Passion aufbricht, hat sich herausgestellt, dass das auch nicht gestimmt hat, deswegen Ich überlege im letzten Abschnitt tatsächlich den Tingeltuner zu deaktivieren, weil den braucht man glaube ich nicht. Das muss ich aber noch schauen, wie ich das mache. Wenn ich auf jeden Fall den Endboss angehe, dann werde ich den Tingeltuner deaktivieren. Eine andere Möglichkeit, die zu fotografieren ist, bevor man zum Endboss geht. Da stehen die, stehen auch noch mal zwei vor der Tür. Ja. Von dem Bild gibt es auch eine verbesserte, also eine schöne aufgelöste Version in dem zweiten Zelda Artbook, glaube ich. Oder im dritten, muss ich nochmal schon nachschauen. Oder im ersten. Ich habe die drei Zelda Artbooks, also das Hyrule Story, Art of Art und Artifacts sind enzyklopädiert. Und ich bin sehr zufrieden damit. Schauen wir mal. Thank you.
Fun Fact, die Landmassen, die man hier sieht, haben alle keine Kollision. Weil man kann tatsächlich über Umwege darüber fliegen etc. Ich schaue mir das Schloss nochmal von außen ein bisschen mehr an. Wie sehen eigentlich die Flaggen da aus? Ach doch, das ist das Dryforce drauf. Das ist Land der des aufgehenden Dryforce. Ich wollte nur sparen, dass ich es nicht nochmal machen muss, weil ich habe jetzt noch nichts falsch gemacht. Deswegen. Dann nehme ich aber doch. Ich hab gedacht, da kamen auch noch andere Gegner. Ah, das kann sein, dass wenn man den Weg zurückgeht. Da auch noch eine Garde. Ja, hat schon was optisch. Da gibt es ja auch viele Treppen und Sachen, die nicht genutzt sind im Spiel. Deswegen kann ich nur so Sachen wie Boundary Break Episode zu dem Thema empfehlen. Ich glaube, es ist durchgeklippt. Das gehört eigentlich nicht so. Ach, das ist ein Teil, ist so
So eine Säule, die da wegsteht. Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Und diese spitze Stacheln. Wäre das jetzt Mortal Kombat, würde das etwas anders ausgehen. Da einfach, die kriegen gar nichts mit. Ich will mir die aber mal genauer anschauen. Sehr interessant. Hanons Kastell. Ich muss gerade überlegen. Das müsste ja dann der links unten sein. Also der. Hat ja sehr gut funktioniert. Schauen wir mal. Ja, das sieht ziemlich richtig aus. Ah, ich hasse den Raum. Thank you.
Läuft so wie das letzte Mal auch. Skill pur. Das muss jetzt bloß schon wieder durchkommen. Aber wie habe ich das letzte Mal gemacht? Besser funktioniert, wie ich gedacht habe. Hätte ich nicht gedacht. Hatte. Schönes Tür-Design. Auch wenn die Ausleuchtung hier von diesen Steinteilen ein bisschen komisch aussieht, aber egal. Ich finde das eigentlich recht witzig, dass halt Link ist in Farbe und der Gegner ist aber schwarz-weiß.
bin noch nie auf die höheren Plattformen geklettert. Das ist was ganz Witziges, obwohl die ja da sind. Ja, das Recycling kann man jetzt gut oder schlecht finden. Wobei ich die Rätselräume vor den Bossgegnern eigentlich immer ganz witzig finde. Ja, ich würde mir jetzt das eine Foto holen und ja, Detail beenden. Also sprich, nachdem ich quasi mir die Figur da geholt habe. Weil wenn da irgendwas nicht passt, dann kann ich jetzt zumindest wieder laden. Das ist nämlich etwas das Problem, wenn da nämlich irgendwas nicht passt, dann... Ach, der respawnt auch. Ich finde es witzig, die gucken, aber es geht denen ja relativ. Das hat's vollgebracht, naja. Ja, das ist beim ersten Durchspielen eine schwere Erinnerung, also quasi wieder aus dem Dungeon raus, dorthin. Ich glaube, das habe ich aber öfters gemacht. Hm? Ja, wegen dem Störsignal in dem zweiten Bildschirm, da muss ich mal schauen. Ich habe die Vermutung, dass ich mir vielleicht abgeschirmtes Cinch-Kabel holen muss, weil das Kabel, was ich jetzt habe, ist jetzt nicht ideal abgeschirmt, sagen wir es mal so.
Okay, das sehe ich jetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Möchtest du speichern? Tatsächlich nein. Ich versuche nein. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich überlege gerade. Ja, dann muss ich tatsächlich jetzt. Das, man kann das Datum unter ignorieren. Das ist irgendwie die Batterie von der Ding hinüber. Die Batterie von der, das ist tatsächlich eine, also soweit ich weiß, ist eine kleine Knopfzelle verbaut im GameCube, die dann quasi die Uhrzeit speichert. Obwohl der GameCube schon versorgt ist, aber es lange nicht an ist, speichert er die Uhrzeit nicht. Das ist irgendwie so interessant, Uhrzeiten und Datumsdinger dran stehen. Das ist eigentlich voll interessant. Das bedeutet aber auch, dass die Konsole nicht viel Strom zieht, wenn sie tatsächlich nicht gebraucht wird, was gut ist. Aber ich überlege gerade, wie viel. Ich muss aber hier leider aus zeitlichen Gründen tatsächlich den Teil beenden. Im nächsten Teil werde ich aber tatsächlich dann die Bosse durchmachen, das Bild holen und ja, oder zwischen das Bild und dann die Bosse machen. Das muss man schauen, ob ich das offscreen mache, obwohl ich werde das tatsächlich im nächsten Teil einfach einbauen, das ist am einfachsten. Also ich hoffe, der Teil hat gefallen. Wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.